Plötzlich erschienen merkwürdige Metallkonstruktionen und die lockten Drohnen an. Sentinel könnte hinter der seltsamen Entwicklung stecken. Alvarez glaubt, das Mysterium kann aufgeklärt werden, indem man mit einer Drohne dem Pfad der Masten folgt. Ich habe keine Ahnung, wer Alvarez ist, aber nichtsdestotrotz. Hallo mein Freunde und herzlich willkommen zur Nebenmission Eine neue Perspektive. Ja, jetzt werden wir gleich Alvarez kennenlernen. Und ja, ich bin gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Er ist Alvarez. Ist das seine Drohne, die da rumfliegt? Oder? Ich spreche einfach mal mit ihm. Also, sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Nee. Na, wohl wahr. Streng genommen hätte man sowas nicht mal gestern sehen können. Wie meinen Sie das? Wie ich es sagte, diese Konstruktion gab es gestern noch nicht. Ich bin Alvarez de Champs, einer der leitenden Wissenschaftler bei Skell. Ich wende Pythagoras Gestaltungstheorien auf die Welt 2.0 an. Mein Job ist es, dass sich dieser Ort real anfühlt. Aber diese Gebilde, sie sind einfach aufgetaucht und gleichen keinem Phänomen, das mir je untergekommen ist. Irgendwie unnatürlich. Haben Sie schon eine Theorie? Anfangs dachte ich, es sei ein Scherz oder ein Werk der Outcasts oder Sentinel. Aber seit mir die Drohnen aufgefallen sind, die hier kreisen, glaube ich, dass es sich um ein Geolokalisierungswerkzeug handelt oder eine Art Mineralienspeicher. Allerdings gibt es keine Aufzeichnungen über so ein Projekt in unserer Datenbank. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin ratlos. Wo Sie gerade hier sind, wollen Sie mir nicht helfen, das aufzuklären? Wenn Sentinel damit zu tun hat, lohnt es sich, der Sache auf den Grund zu gehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Tja, bei all den Drohnen in der Nähe erscheint es mir sinnvoll, dieses Geheimnis mit Hilfe einer Drohne zu lösen. Sie bewegen sich in sehr spezifischen Mustern und es muss einfach einen Grund dafür geben. Nur leider habe ich keine Drohne, um es auszuprobieren. Ich finde raus, was es mit den Drohnen auf sich hat. Wir werden schon dahinter kommen. Danke. Ich komme mir schon irgendwie verschaukelt vor. Ich meine, die Drohnen machen sowas ja nicht von allein. Irgendjemand muss dahinter stecken. Gut, damit wäre das auch geklärt, ob das seine Drohne ist. Nämlich nicht. Er hat nämlich keine. Ist das da? Ja, es ist ein Behemoth-Gebiet. Ein Gas-Behemoth. So, was sollen wir hier tun? Benutzen Sie die Drohne, um die Konstruktion zu scannen. Die nächste Konstruktion ist mit dem Drohnenzoom sichtbar. Oh, macht ja Töne. Da. Okay, kann ich da hinfliegen? Kann ich da... Ich kann da nicht durchfliegen. Ist die Drohne so groß? Naja, gut, mir egal. Wir folgen mal den Metallkonstruktionen. Soweit es geht zumindest. Dann jetzt hier. Da oben. Okay. Okay. So. Ich glaube, die Drohne kann so weit nicht fliegen. Eieiei. Ah, vielleicht kann ich aber ja doch noch. Nee, ne? Nee, kannst vergessen. Oh, Hallöhlen. Ihr seid doch erst hier gespawnt, oder? Eben wart ihr noch nicht hier. Das hätte ich doch bemerkt. Da habe ich doch ein kleines Geschenk für euch, meine Freunde. Nein, die brauche ich nicht. Hier, die nehmen wir. Geht das soweit? Keine Aktivität. Ja. Ja, hier ist auch alles ruhig. Überraschung! Der eine hat es tatsächlich überlebt. Seine Kameraden... Oh. Seine Kameraden wurden ganz hart weggesprengt. Und er hat es einfach überlebt. Er ist einfach stehen geblieben. Na gut. Fahren... Oh, toll. Na toll. Ganz großes Kino.
Oh, ich hab nicht auf die Kameraden gewartet. Los, Vasili! Nice. Vasili ist einfach ein Biest. Ich hätte gern noch zwei Vasilis im Team. So, wie komme ich denn dahin? Ich hoffe, da die Straße führt irgendwie dahin oder eine Nebenstraße oder so. Ich fahre jetzt einfach hier mal querfeldein durch den, naja, Fluss ist es ja nicht wirklich, Bach. Ja, das Auto ist nicht feuerfrei. Gut, ich glaube, ich bin verletzt. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall wurde ich getroffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schnee im Sommer. So, wir sind fast da. Ich parke das Auto mal hier. Wie stark verletzt bin ich? So nicht. Also nur eine Spritze. Nichts, was eine Spritze nicht heilen kann. So, dann setzen wir uns mal da vorne hin, damit die Drohne möglichst weit fliegt. Oh, da geht's ja runter. Vielleicht legen wir uns auch hier hin. Ich sehe es schon. Kann ich das Ding jetzt einfach hier von hier aus schon scannen? Ja. Das hier ist dann weg, ne? So, da das ja immer links-rechts zu gehen scheint, fliege ich einfach mal direkt weiter. Da ist es. Das nächste wäre dann wieder rechts. Von hier aus sehe ich noch nichts. Da. Nee. Drohnenreichweite erreicht. Das muss irgendwo da hinten sein. Kann ich von hier aus allerdings nicht sehen. Nicht erkennen. Gut, dann müssen wir wohl wieder weiterfahren. Ist ein bisschen nervig. Gebe ich ganz offen zu. Aber es ist jetzt auch nicht besonders schwer. Das ist halt einfach, wie gesagt, primär nervig. Team. Na, wen haben wir denn da? Feind in Reichweite. Team, vergiss es. Da ist ein Cache. Da ist was drin. Machen wir das Ganze so. Das geht ganz flott. Ich benutze die Klassen-Items und das ganze Gedöns eh viel zu selten. Weil ich einfach vergesse, dass es da ist. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass ich die Kugelwerfen, Verbandsmaterial und Elektroschockpistole auch ablegen kann. Das würde ich mir wünschen. Aber der Wunsch wird mir wohl verwehrt bleiben. Für immer. Da es dieses Jahr ja auch nur insgesamt 2 Updates gibt. Voraussichtlich. Zumindest. Und ja, die Teammate Experience. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt, das ist jetzt die 3. vorproduzierte Folge. Ich weiß gar nicht, das Update könnte schon draußen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das Video hier erscheint. Teammate Experience Update soll ja Ende Frühling kommen. Ich weiß nicht genau wann. Zum Aufnahmezeitpunkt. Aber theoretisch
könnte es zum Zeitpunkt der, also der Veröffentlichung dieses Videos schon, schon draußen sein. Aber ich weiß es nicht. Bin top vorbereitet. Oh shit. 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 Was war das denn? Warum hat die Karre sich gedreht? Was soll der Quatsch? Wenn die anfängt zu schießen, die Drohnen da hinten, wenn die anfangen zu schießen, dann war's das. Oh oh. Guten Tag. Runter? Ja, runter, unter die Räder. Und da ist ein verlassener Standort. Mit einem neuen Auto, aber ohne Minigun. Wobei die Minigun jetzt auch nicht so der Bringer ist, habe ich das Gefühl. Ich buddel mich im Schnee ein. So. So, es ist so heiß hier. Da kommt ein bisschen Schnee ganz gelegen. So, wo ist jetzt das Ding? Da! So. Scannt er dieses Murmur-Patrouillengebiet schon wieder? Wie viel sind's? Drei. Da. Okay. Sie haben zu viele verloren, ja. Tja, einen. Jedes Opfer ist zu viel. Ich passe einfach nicht mehr auf, ob die KI-Kameraden einsteigen. Ich fahre einfach los. Oh. Behemoth. Ich versuche mal drumherum zu fahren. Fahren ist echt schwer, weil die FPS immer einbrechen beim Fahren, zumindest beim Schnellfahren, weil wohl so viel Gebiet geladen werden muss oder gestreamt werden muss. Ich weiß nicht genau, wie das bei 3D-Spielen funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Oh, halt! Oh mein Gott. Cool! Ich habe auf Schnee einen krassen Bremsweg. Das ist cool. Das finde ich cool. Ist mir so nie aufgefallen. Habe ich so nie bemerkt. Aber ich bin froh, dass es so ist. Mehr Realismus. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht mal Arma hat das, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist nur so eine Kleinigkeit. Es kann jetzt auch Zufall gewesen sein. Aber cool. Trotzdem cool. Oh, guck mal, auf Schieben können wir fahren. Allerdings bringt uns das nicht viel, weil wir da runter müssen. Und da unten waren irgendwo Wolves. Da war eine Wolf-Patrouille mit Drohne. Ich hoffe, wir fahren denen jetzt nicht gerade in die Arme. Ah, guck mal, noch ein Standort. Und da sind Gegner. Ah, yeah. So. Erstmal da rein. Und mitnehmen, was es da zu mitnehmen gibt. Einmal Waffenteile. Und das war es dann wahrscheinlich. Ich habe durch eine irakische Sprengfalle mein Gehör auf dem rechten Ohr verloren. Der Job macht mich kaputt. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Tja, so ist das. 20% Verlust ist immer. 50% Verlust ist bitter, aber ja. So ist es halt. In meinem Bereich ist alles ruhig. Hier ist auch niemand zu sehen. Ausgetrickst. So. Wo ist das nächste Ding? Da? Ja. Hä? Nee. Hä? Da oben?
Ist das irgendwo oben? Ich meine, da ist doch. Das ist wieder das Momo-Patrouillengebiet. Aber da ist doch was, sag mal. Da ist doch so ein Ding. Oder war das das, mit dem ich gerade das da Teil gefunden habe? Ja, das ist das, mit dem ich gerade das dieses Teil hier gefunden habe. So, also, komm. So geht's schneller. Muss ich vielleicht von der anderen Seite reingucken? Natürlich. Hier hin? Echt? Okay. Gut, da sind wir ja. Das sind wir ja fast da. 300 Meter. Fahren wir gemütlich hin. Schauen wir mal, was da los ist. Woher diese Gebilde kamen. Wobei, ich will mir die Gebilde mal noch angucken kurz. Scharfstellen ist auch nicht so richtig drin, ne? Okay. Die machen Töne. So. Alles einsteigen bitte. Wir fahren 300 Meter weiter. wie im richtigen Leben. Scheiß auf CO2-Emissionen. Hauptsache, wir müssen keine 100 Meter laufen. Und da wundert man sich, warum man fett wird. Oh, Gegner, und zwar viele. So, schauen wir mal. Durchsuchen Sie die Drohnenkontrollstation W111. So, wir haben da einen Scharfschützen, okay. Da auch. Wir müssen da rein. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hoch. Wie sieht es denn wachmäßig da unten drunter aus? Oh. Oh, oh. Wo ist denn der Eingang in dieses Haus? Der nächste Eingang. Ach, das ist alles nicht so. Ja, der hier wäre es dann, ne? Theoretisch. Da ist ein Generator. Die Frage ist, ob das hier so klug ist. Naja, die Frage kann ich mir eigentlich selbst beantworten. Wir finden schon was, jede Menge. Da kommt einer, ich höre einen. Ach, da kommt er von oben. Okay. Meine Fresse, diese Geschütze sind echt. Bewegung! Ja, er schießt direkt. Oh Gott, lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Oh. Na, eigentlich gar nicht. Ich bin Echelon. Okay, Team, Feuer frei. Feuer frei! Roger, geht los! Geht klar! Hallo! Nice, so. Hab sie aus den Augen verloren! Da waren ja zwei! Vielleicht sollte ich mal den Generator deaktivieren. So, Generator deaktiviert, damit die Geschütze. Und ich hack dann mal in den Laptop da. Ziel getroffen. Und hoffe, dass keiner reinkommt und mir eine Schrotflintenladung in den Rücken ballert. Voll getroffen. Ein verschlüsseltes Dokument, das ein KI-Schaltschema. Es ist selbst verschlüsselt und kann nur von einem Wissenschaftler übersetzt werden. Kann ich mir das nicht genau angucken?
sieht mir nicht verschlüsselt aus, sondern irgendwie überdruckt. Naja, beides irgendwie. Warum muss man bei einem verschlüsselten Dokument noch Dinge schwärzen? Naja, okay, zurück zu Alvarez. Er ist in der Nähe der Konstruktion nordwestlich der Behemoth Passage. Er ist weg. Wie weit? 3,1 Kilometer. Gut, dann check ich mal, ob es hier irgendwo einen Heli gibt. Das war's? Die haben das komplette Lager gecleared? Ach, was ist mit denen los? Die sind irgendwie auf Steroiden oder so. Brutal. Brutal, Jungs und Mädel. Ihr seid brutal. Team, zu mir. Bei mir neu gruppieren. Verstanden, wir kommen. Die sind so brutal, Alter. So waren die doch früher nicht. Also falls das KI-Kameraden-Update jetzt schon raus sein sollte. Ich spiele hier ohne das, ne? Das ist noch, die Aufnahme ist vor dem Update. Ist das ein E-Bike? Nee, schade. Gibt's hier noch irgendwas? Was sagt die Drohne? Da unten ist eine Kiste, sagt die Drohne. Dann gehe ich mir die Kiste doch nehmen. Da steht auch ein Motorrad, leider abermals kein E-Bike. Denn die Verbrennermotoren, Verbrennungsmotoren-Bikes, die sind nicht so schnell wie die E-Bikes. Ich werde die schon finden. Jo. So. Wo ist das jetzt genau? Da drüben. 3 Kilometer. Oh, ich will, brauche ein Heli. Wobei, ich kann die Schienen nehmen. Miep, 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 miep. Wo fährt dieser Arsch denn hin? Das habe ich auch noch nicht gehört. Wo will das Fahrzeug denn hin, hin und sowas? Ja, habe ich schon gehört, des Öfteren. Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Gibt's da was? Umsonst? Eine Kiste. Und ein Skelett. Keine Ahnung, was da drin ist. Skelett-Credits. Auf jeden Fall. Ein altes Skelett. Und ein Schädel auf dem Schreibtisch. Zwei sogar. Und ein Fernglas. War ich hier schon mal? Das hier, das sieht mir aus wie was, was man mal einsammeln konnte oder so. Na gut. Ich finde es cool, dass man die Kisten nach einer gewissen Zeit wieder looten kann. Auch wenn man sie schon gelootet hat. Ja, noch 2 Kilometer. Was ich auch etwas komisch finde, ist, wenn ich hier mit dem Motorrad unterwegs bin, dass die Kameraden mir dann trotzdem sagen, ja, Gegner in Reichweite und so, obwohl die das gar nicht wissen können, weil die ja da hinten stehen bleiben. Ich würde irgendwie gern zurück nach Bolivien. Nach Wildlands. Eine ewige Liebe. Oh, Zug! Eieiei, da genieße ich doch schön da links die Aussicht und da kommt mir da einfach ein Zug entgegen. Eieiei. Zum Glück kam der. Oh, oh. Kam der nicht von hinten, der Zug, sonst hätte ich ihn nämlich nicht bemerkt. Oh Gott. Oh Gott. Und ich bezweifle, dass so ein Bike schneller ist als der Zug. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, ich habe in Wildlands sehr oft ausprobiert, mit dem Heli auf dem Zug zu landen. Das geht auch ganz gut, bis man aussteigt. Und dann geht es nicht mehr. Was aber auch sehr gut funktioniert ist, über die Schienenrennen und zugucken, wie die Kameraden Midas, Holt und Weaver überfahren werden vom Zug. Waren wir da schon? Also an... Ach, ich lauf jetzt, komm. Ich will eh dahin. Oh! Scheiße! Halt, Kontakt!
So. Ich habe zu lange gebraucht, um zu überlegen, was ich machen will. Oh Gott, das Ding explodiert gleich. Ah, weg hier. Das war knapp. Ich wollte eigentlich dahin. Keine Ordnung hier. Kein Sinn für Ordnung. Da was geblinkt? Nicht wirklich. Gibt es hier eine Kiste oder sowas zum Looten? Auch nicht so richtig. Drin zumindest nicht. Da ist eine. Dachte mir schon, dass es an so einem Ort etwas zum Looten gibt. So, 200 Meter bis zu Alvarez. Die fahren wir natürlich im Auto, ist klar, ne? Steig ein. Das gilt auch für euch, Kameraden. Ja, Vasili da vorne sitzen, das hat er sich redlich verdient. Schade, dass man den KI-Kameraden nicht befehlen kann, auf die Amazon-Drohnen zu schießen. Und jetzt den Alvarez aus Versehen überfahren und Mission nochmal machen müssen. Das wär's. Hallo, Alvarez. Ich habe etwas für Sie, Deschamps. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist, aber vielleicht hilft es. Was haben Sie? Verschlüsselte Dokumente. Ich wollte sie selbst entziffern, aber allein schaffe ich es nicht. Hm. Interessant. Es waren weder die Outcasts noch Sentinel. Diesem Dokument zufolge haben die Drohnen eine primitive Form neuronaler Intelligenz entwickelt. Also, künstliche Intelligenz. Das bedeutet, dass die Drohnen nicht nur lernfähig sind. Sie sind auch in der Lage, selbstständig Muster zu erkennen und Strukturen zu erschaffen. Sogar Kunst. Von ganz allein. Das ist beunruhigend, nicht wahr? Ja. Aber gleichzeitig auch äußerst faszinierend. Diese Entdeckung könnte die Art und Weise, wie wir Welt 2.0 erschaffen, revolutionieren. Danke für Ihre Hilfe bei der Lösung dieses Rätsels. Okay, also das ist wirklich sowohl beängstigend als auch faszinierend. Alles sauber. Nichts. Feuer auf mein Kommando. Ja, bei mir hier ist auch alles ruhig. Ich weiß nicht, auf wen er zielt, auf den Commander oder den anderen. Hier bei mir tut sich überhaupt nichts. Bei mir auch. Tschüss. So geht das mal. Auf den Commander. Ist die Antwort. Gut, ja, dann war's das für diese Folge. Die nächste Folge werde ich, keine Ahnung, wann aufnehmen. Ist ja auch wurscht. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.